Ah, okay. 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 Ist ein bisschen anders auf jeden Fall, als es bei den alten Zelda war. Bei alten Zelda war das so ein Dauerauswähl-Item sozusagen. Jetzt sehe ich. Wie man den jetzt genau verwendet, weiß ich nicht. Ah, jetzt haben wir ihn dann. Okay. Ja, dann haben wir jetzt ein Schild. Dann können wir jetzt eigentlich schon uns ins gefährliche Andersland stürzen. Ich will nicht. Voll demotiviert. Komm schon. Da vorne ist es. Oh, Ausdauer reicht nicht. Was denn? Gebieter, von hier aus kannst du die Lichtsäule erblicken. Ja, da wollte ich gerade hinfliegen. Springe nun in diese Richtung ab und rufe deinen Wolkenvogel. Bitte. Oh, ist das nervig. Bitte mache dich nun auf die Suche nach Zelda. Drücke runter, um deinen Wolkenvogel zu rufen, nachdem du abgesprungen bist. Das hatte ich eigentlich vor. Komm, Vogel! So, hier entlang. Im Sturzflug. Was ist das für einer? Gebieter, siehst du den grünen Lichtstrahl vor dir? Nein. Dies ist eine sogenannte Lichtsäule. Nein. Über die du zum Erdland gelangen kannst. Du kannst ihren Standort auch auf deiner Karte einsehen. Überprüfe, wie du den Wolkenhort dorthin gelangst. Wie du vom Wolkenhort dorthin gelangen kannst. Es wäre mir jetzt auch gar nicht aufgefallen. Ebenso wenig wie der riesen Wirbelsturm dort hinten. Am Fuß der Säule befindet sich ein Loch in der Wolke. Es verbindet das Wolkenmeer mit dem Erdland. Ach, wirklich. Klingt fast logisch. Und runter. Wäre ja eigentlich mit dem Vogel weitergeflogen, aber der wollte abspringen. Ja, gerade ins Erdland runterfallen ist jetzt nicht so die beste Idee, oder? Hm. So, und wo landen wir jetzt? Ach ja, stimmt, wir haben ja den Schal. Praktisch. Gebieter, Link. Dies ist das Erdland, über das im Wolkenhort so viele Legenden kursieren. Und das hier, man nennt diesen Ort den Siegelhain. Siegelhain. Da, 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 da. Gebiet freigeschaltet. Okay. Nun denn, Gebieter, pass gut auf dich auf. Wird schon klappen, wenn du hier bei mir bist, oder? Kann der Engel irgendwie blocken auch? Hm, keine Ahnung. Eine Statue, die nichts bringt. Da ist ein Loch. Gehen wir einfach mal weiter. Ah, nett. Sehr nett. Du Mistvieh, du Blödes. Willst du mich verarschen? Wie viel soll ich denn hier noch umwählen?
Aha, ja. Jetzt habe ich dich. Boah, komm schon. Ich scheitere schon an einer einfachen Pflanze. Ja? Okay, vielleicht doch nicht. Ah, je nachdem, wie die das Maul aufreißt, glaube ich. Ja, was denn? Gebieter, habe dir etwas zu berichten, jetzt schon wieder? Durch Drücken von Z kannst du Objekt oder Person anvisieren. Und ich kann dir dann berichten, welche Informationen ich über sie habe. Rufe mich, indem du runterdrückst, wenn du etwas mit Hilfe von Z anvisiert hast. Sag mir das als vorher. Dies ist eine Dekurana. Diese aggressive Pflanze ist in Wäldern weit verbreitet und frisst alles, was ihr zu nahe kommt. Ihre Haut ist von harten Schuppen bedeckt, doch das Innere ihres Mauls ist sehr empfindlich. Es gibt Unterarten, die ihr Maul horizontal öffnen, andere jedoch öffnen das Maul vertikal. Du hast diesen Gegnertypus zweimal besiegt. Aufgrund der niedrigen Anzahl ist eine genauere Analyse unmöglich. So, genau schauen, ob sie längs oder quer. Du hast Kleber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Okay. Sammlung. Also die Pflanze kann man je nach Maul Ausrichtung töten. Sieht so aus, als sollten wir im Schrein mal nachschauen. Ein paar Herzpflanzen. Ich würde auch gern Herze anpflanzen können. Das wäre für die praktische Medizin bestimmt. Für die allgemeine Medizin bestimmt praktisch. Ich habe dir etwas zu berichten, Gebieter. Muss ich das jedes Mal sagen vorher? Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Ich habe keine Ahnung, wie man es öffnen soll. Danke. Es hilft mir auch so viel. Es wurde geöffnet. Nur zur Info. Jemand ist in dein Zimmer gegangen und hat in ein Bettchen geschlafen. Nur zur Info. Was ist da? Einfach nur ein Loch. Wie hat der jetzt gerade das Schild hochgehalten? Ah. Irgendwas mit dem Nunchuck auf jeden Fall. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Die Steuerung. Vor allem, weil der so genau auf... Genau auf die Bewegung schaut, muss man genau zielen, wenn man so einen Busch kaputt machen will. Tada, tada! Yeah! Einfach überall die Wirbelattacke. Achso, die verbraucht auch so. Verdammt. Dann doch nicht überall die Wirbelattacke.
Aber oft genug. Hua. Hua. Boah, kommt schon, jetzt wird hier wohl mal irgendwann irgendwas Nützliches drin sein. Da war ja bis jetzt noch gar nichts drin. Okay, gehen wir weiter. Ja, Ausdauer. Immer dieselbe Leier. Was ist denn hier? Ich glaube, da muss ich sprinten. Oh, war das anstrengend. Wow. Das war jetzt echt ein Meisterstreich. Darauf zu gehen, hat jetzt das ganze Spielverhältnis verändert. Das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wurde aus den Fugen gerissen. Yin und Yang gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Grün und Blau statt Schwarz und Weiß. Oder wir lassen es einfach. Was ist denn hier oben? Ich renne da jedes Mal rauf, obwohl da gar nichts ist. Komm mal. Ja. Schneller. Muss da schneller runter. Es muss doch viel schneller gehen. Oh oh. Das hört sich nicht positiv an. Was ist denn das? Bin ich aber mal gespannt. Mein Kind. Kind des Himmels. Das aus den Wolken kam. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Ah, wir brauchen ein bisschen Energie. Und zwar hierfür. Tada! Reicht das? Ah, vom Bösen befreit. Exorziert mit einem Schlag. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort, die durch den Himmelstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die eines Paraschals. Es ist Zeldas Aura. Kann ich mit meinem Aurasucher in diese Richtung führen? Wünschst du weitere Erklärungen hierzu? Ja, bitte, ich habe keine Ahnung, was das ist. Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasucher kann ich Dinge, die du suchst, erspüren. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Das klingen muss ihn wirklich. Außerdem ändert sich der Signalton. Es wird dir dauernd piepsen. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, angibt. Ah, ungefähr, geradeaus. Nun, halte C gedrückt, stelle Zelda als Ziel deiner Suche ein und weise in meine Richtung. Was ist denn das jetzt hier? Aurasucher war das hier. Nochmal. Da oben. Kann ich da jetzt mit dem rauf? Mein Gott, ist das nervig. Da? Hä? Ich verstehe gerade nicht, wo der mich hinleiten will.